Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der A44 zwischen Zierenberg und Bräuna, direkt im Bereich des Rasthofes Bühlegg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei Fahrzeuge mit voller Wucht zusammengestoßen. Nach noch nicht bestätigten Informationen befuhr der Fahrer eines Mercedes CLK die Autobahn in Richtung Dortmund. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge, überschlugen sich und kamen auf dem Dach zum Liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Verletzten bereits im Bereich des Rasthofes betreut. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden zum Teil mit schweren Verletzungen nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 abtransportiert. An dem Unfall waren neben dem Fahrer des Mercedes auch eine Frau und zwei Kinder beteiligt. Das durch den Unfall entstandene Trümmerfeld zog sich rund 300 Meter über die Autobahn. Um die genaue Unfallursache feststellen zu können, wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Zur Zeit des Unfalls war sehr wenig Verkehr, sodass sich die Behinderungen in Grenzen hielten. Der Verkehr wurde über den Rasthof an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Bräuna, Habichtswald und Oberelsungen.